Ja? Sie sind als zweites Ergebnis aus der Wildwood. Und er hat im Januar 2010 das Risiko Theater in Würzburg gewonnen. Gewonnen in Würzburg. Ja, super. Was? Hey! Jetzt machen wir eine Auskunft zur Erzieherin in Grummer in der Haus-Single. Der Katerfilm. Das verstehen wir. Was ist das? So, das ist quasi, das ist so ein Fan von deiner Katze. Das ist für Sie, das ist clever. Und natürlich wie viele Menschen shoppen. Das ist auch ein guter Hobby, oder? Ladies and gentlemen, bitte frei für Alexander! Shows us a riesigen Applaus, hey! Wahnsinn!
Sie müssen das ziemlich zügig machen, also wir machen erst gleich den nächsten ran. Jury, jetzt seid ihr erstmal dran. Entschuldigung. Ja? Next ladies ja. First, oder wie? Hört man mich, ja. Also ich muss schon sagen, die Alexandra, komm mal nochmal rauf kurz. Ja. Warst die erste auf der Bühne hier oben und mit einer Selbstverständlichkeit stellst du sich hier als erste hin und spulst dein Programm ab und legst die Messlatte und nicht zu niedrig. Und dafür kann man nur gratulieren. Super. Dankeschön. Also, Konsti, ich bin gespannt. So, Alexandra, ganz großes Kompliment. Auch echt sehr, sehr gut. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Gut, du hast ein, zwei Töne nicht ganz getroffen. Kann passieren, ein bisschen Aufregung, ist gar nicht so schlimm. Vom Ausdruck her hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass du ja, den Song noch mehr interpretierst. Dann zu dem Song würde ein Kleid besser passen, finde ich jetzt. Irgendwie so, der, also vom Outfit her nicht optimal gewählt. Und deine Bewegungen zum Song müsstest du auch noch ein bisschen ausarbeiten. Sonst finde ich das sehr gut. Okay, danke. Also Alexandra, erstmal die Songauswahl, also das Lied finde ich sowieso super geil. Und wenn man als erstes hierher kommt und ich muss sagen, gleich wo du angefangen hast, war bei mir schon Gänsehaut da. Und mir hat es sehr gut gefallen. Also gleiches Hobby am Auge übrigens, shoppen, das ist immer gut. Aber also mir hat es gut gefallen und die anderen, ich weiß ja nicht, was kommt. Sind wir gespannt. Danke. Danke. Im Prinzip kann ich mit dem Konsti anschließen, vom Singen her einwandfrei, aber drumherum müssen wir wirklich noch ein bisschen dran schaffen. Okay. Unsere Jury, ja. Also wie das abläuft, ganz kurz, die machen jetzt eine Punktzahl, ja, und diesen jeweiligen Blocken wird dann abgestimmt, von jedem Block gewinnt ein oder zwei Leute. Und am Schluss werden alle Leute wieder vortragen. So, jetzt machen wir das richtig, richtig kurz. Ich habe so irgendwie das total. Grüß dich nochmal, wenn ihr geht. Grüß dich, ganz gut. 19 Jahre aus Tienhausen. Ja, die Team ist so sick von Medio. Ich wollte jetzt mal sagen. Bitte? So sick, das wäre jetzt weg. Achso. Tut mir leid, super. Gute Auswahl, ne? Er liebt es, Leute durch Gesang zu bewegen, Musik ist sein Leben, macht Ausbildung als Konstruktion zu bekennen. Ja. Vom Schlagzeug oder wie? Was konstruierst du? Alles. Was konstruiert man da so? Zunächst mal, zum Beispiel die Pistolen und Ski mit Schneebahn. Ach so, das ist super. Ja. Das Skigebiet kannst du einmal, das ist echt super. Also, Bühnenfahrt, Christoph!
bisschen gespannt. So, Christoph, du hast das sehr schöne Stück hier ausgesucht. Du bist sehr smart, du machst das sehr gut auf der Bühne. Vom Gesanglichen nicht so toll, meiner Meinung nach. Deine Stimme ist mäßig, arbeitest nicht gut mit Mikrofon. Vom Ausdruck sehr, sehr gut, aber ja, du triffst auch die Töne so, was ich mir eigentlich sonst sehr gut auftritt, was ich dir sehr gut oder sehr zugute halten muss, ist wirklich ohne Sound aufzutreten, nur zu singen, ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, das Schwierigste überhaupt bei der Musik, und das ist wirklich ein großes Kompliment, dass ich das draußen, dass du das machst. Super.
möchte ich unbedingt ganz am Schluss im Finale sehen. Abschlussspitze, Top-Leistung. Oh.
Sehr, sehr schön. So, was wir haben unsere Jury, jetzt haben wir eine Frage. Melissa, tolles Outfit, gute Songauswahl für deine Stimme, Text war kaum verstanden, müsste vielleicht mit deinem Ausdruck arbeiten, sonst finde ich es sehr, sehr gut, wirklich gut, hast du gut gemacht, Textsicherheit, Intonation stimmt alles, ich finde es sehr gut. Also, the Philipp ist 17 Jahre, 17 Jahre, optimal Alter,
70 Jahre alt aus Wissen. Der Titel heißt, wie kann es möglich sein für die Mozart Musical mit oder Musical Mozart? Und hat schon bei Ludwig II Musical mitgemacht. Wow. Macht Ausbildung als Backer. Hallo, 3 Uhr in der Früh, ne? Ja, 4 Uhr. Also 3 Uhr. Da komme ich gerne an. Es ist immer wieder ein Erlebnis, bei Castings zu sein. So, mit Philipp Lesgen und Billy Fry für den Film.
Der Applaus ist Männer werden Backup, ja. Ich sag's sowieso. Aus Pfaffenhofen ohne Tee heißt es von Dixie Chicks. Really? Von Dixie Chicks zum Beispiel. Not ready to make nice. Yeah. War ein fetter Finale von Bravo und Mike Hill. So the best Newcomer 2007. Wow. Ausbildung zur Kauffrau von Pilotkommunikation und Hobbys in Singen, Reiten, Fitness, Jogging und Freundes. Das ist ein wenig Zeit, wenn du mich hörst. Also, dann würde ich mal sagen, bin ich bereit für Nicole Graf. Applaus! Sie war Sängerin in dem Musical Schiller, Summer Like a Hot Day. Oh, mit immer noch, was ist immer noch? Ja, cool. Ja, das ist ein richtiger Musical, so gleich, weißt du? Ring-Eiser im Gymnasium in Ulsberg. Das ist mein Wort zu dir. Hobbys, tanzen klar, singen klar, Wakeboarding.
Bühne 5, Sia! Los geht's!
und du kriegst frei. Es geht auch zur Schule. Welche Schule bist du da? In Ulm. Jeden Tag in Ulm, oder wo kann ich da? Ne? Jeden Tag in Ulm. Oh, wow, okay. Und Hobbys singen, schwimmen und Freunde treffen. Und schauen, wo du da? Geil. Also, ladies and gentlemen, Applaus für Melanie Rommel. Und sie singen ein Stück von Pink.
ist cool. Und zwar, sie spielt You in Your Hands. Ja, ne? Jugendfrei, schau mal, ne? Geht auf die Fachoberschule auf. Sie findet es cool für Leute zu singen. Ist es auch? Ist es auch? Aber ja, ne? Als ein Old World, das ist ganz klar. Aber jetzt lesen, ganz, ganz wichtig, finde ich super. Lesen ist wichtig. Singen, Klavier spielen, wieder neidisch. Und lächeln, lachen. Lachen, das finde ich super. Das ist super, Hobby. Und Freunde treffen. Und natürlich bestimmt schon auf, oder? Gut, dann gibt's ja. Lächeln, bitte die Frage. Sarah, Applaus!
Finish up. Okay. Ladies and gentlemen, give me five for Rafael.